Vielen Dank. Komm mal raus, du Zauber. So. Freunde, im September ist es endlich soweit. Die Merkel-Diktatur hat endlich ein Ende. Das mit der Diktatur, ja, vielen Dank, Özcan. Das mit der Diktatur wurde mir jetzt so oft von Schwurblern mit Bachblütenfahne ins Gesicht gebrüllt. Ich glaube das jetzt auch. Also, weniger aus Überzeugung als aus Resignation. Aber was schon bemerkenswert ist, die Merkel ist ja eine der ganz wenigen DiktatorInnen. Ich finde, also wenn, gendern, dann für alle. Ich finde, dann haben auch DiktatorInnen ein Recht auf Inklusion. Also die Merkel ist also eine der ganz wenigen DiktatorInnen, die nicht nur einfach aufhört, sondern das auch noch 4 Jahre vorher selbst angekündigt hat. Und da muss man wirklich sagen, es ist historisch betrachtet äußerst selten. Weil die meisten DiktatorInnen hören ja nicht freiwillig auf. Das sieht man an Lukaschenko in Belarus. Der schraubt sich morgens erstmal so einen Smoothie aus Testosteron und Menschenverachtung in die Birne und lässt dann nachmittags auch mal ganz gerne die Ryanair-Maschine außerplanmäßig landen. Und eins ist klar, der denkt nicht ans Aufhören. Der braucht auch keine Wahlen und schon gar keine demokratischen, weil Stimmzettel kann der auch selber ausfüllen. Dafür braucht er kein Volk. Wobei ich mich bei diesen Typen ja sowieso immer frage, wofür brauchen die eigentlich überhaupt ein Volk? Also außer jetzt zum Unterdrücken und Bestehlen. Weil der Tyrann mit dem Tetris-Gesicht, der denkt nicht ans Aufhören. Der wird nicht aufhören. Und demokratisch wirst du den auch nicht mehr los. Der gehört zu dieser Klasse von DiktatorInnen, die entweder sterben, gejagt oder ermordet werden, oder Nachfolger haben oder noch viel schlimmer Kinder. Nordkorea ist ja eine lange Familientradition. Und da muss man wirklich sagen, da geht Angela Merkel wirklich ganz, ganz neue Wege für DiktatorInnen. Weil die hört einfach auf. Und es gibt turnusmäßig demokratische Wahlen. Das ist neu. Da muss man sagen, da war der Widerstand in Deutschland auch schwer verwirrt. Klar, da klammerst du dich jahrelang an die Idee, dass du in einer Diktatur lebst. Und dann hört die einfach auf. Ich meine, die ganzen Demos, auf denen man gesagt hat, dass man nicht mehr sagen darf, was man denkt. Völlig umsonst. Und gut, das Problem bei den Demos war ja weniger, dass man nicht sagen durfte, was man denkt, sondern dass man halt vorm Sagen auch was denken muss. Das fällt vielen ja nicht leicht. In Berlin gab es das letzte Jahr einen Schweigemarsch. Und da hielten die einen Banner hoch, auf dem stand, wir müssen reden. Auf einem Schweigemarsch. Die haben es doch tatsächlich geschafft, selbst beim Schweigen nicht zu denken. Obwohl man ja gerade da eigentlich sehr viel Zeit dafür hat. Aber Respekt, für so viel Dummheit braucht selbst Attila Hildmann normalerweise eine halbe Stunde Redezeit. Aber das ist eigentlich aus der frittierten Aubergine geworden. Man weiß es nicht, der hat sich wahrscheinlich seinen Avocado inzwischen komplett ausgehöhlt. Aber Sie merken, das mit der Logik ist nicht einfach. Das merkt man auch. Logik ist auch, das habe ich gelernt, Logik ist nichts für Deutschland. In Deutschland geht es immer eher um so ein Gefühl. Wir haben so ein Gefühl von Diktatur. Wir haben so ein Gefühl von Logik. Wir haben so ein Gefühl von Wissen. Das Problem ist allerdings, Gefühle sind keine deutsche Kernkompetenz. Jeder, der mal gesehen hat, wie der Deutsche bei Helene Fischer auf die Eins klatscht, der weiß, bevor der Deutsche Gefühle hat, marschiert der eher. Und ich gucke mir das an und denke mir, was bedeutet das denn jetzt für die Zukunft? Und vor allen Dingen, was brauchen wir denn jetzt ab September? Ist es ein Politikwechsel oder vielleicht doch eher ein Politikerwechsel? Wir sprechen über die großen Herausforderungen unserer Zeit. Klimawandel, Digitalisierung und was sonst noch gerade so bei Twitter trendet. Und ich denke mir da immer, ja schön und gut, aber mit welchem Personal wollen wir das schaffen? Und nicht nur hier, weltweit, gucken Sie sich doch mal um. Es sind doch überall in der Mehrheit nur noch alte Säcke, die mit Zukunft so viel am Hut haben wie die katholische Kirche mit der Aufklärung. Ich meine, von Kardinal Wölki erwarte ich doch keinen konstruktiven Beitrag mehr. Der gibt der katholischen Kirche jetzt noch die letzte Ölung und dann schließt er den Dom ab. Oder Lukaschenko, Bolsonaro, das ist doch nicht die Zukunft, das ist pures Mittelalter. Ich sehe nirgendwo mehr Zukunft. Der Olaf Scholz steht am Bahnhof und wartet auf den Martin Schulz-Zug, der vor 4 Jahren schon nie losgezogen ist. Die Linke, die hat völlig aufgegeben und stirbt in moralischer Schönheit. Und Christian Lindner will jetzt endlich das machen, was er vor 4 Jahren noch ausgeschlossen hat, nämlich falsch regieren.
Und wenn die CDU mit den Grünen fertig ist, können die politisches Asyl bei der SPD beantragen. Denken sich natürlich, gut, was will der nervöse alte weiße Mann jetzt von uns? Ich habe eine Bitte. Hier beim Jugendsender Dreisat. Ich habe eine Bitte an alle jungen Menschen. An alle unter 30. Bitte geht in die Politik. Ihr müsst das Ruder übernehmen. Die Alten kriegen es nicht mehr auf die Kette. Und meine Generation hat es komplett verkackt. Wir waren damit beschäftigt, für 9 Euro nach Ibiza zu fliegen. Und dann kam Facebook. Und als wir das verstanden hatten, kam Instagram. Die Hälfte meiner Generation ist im Internet verschollen. Und die andere Hälfte ist beim Grillen. Also ich flehe euch an, bitte übernehmt das Ruder. Ihr müsst jetzt Mondays to Fridays for Future machen. Denn wir kriegen nicht mal Glasfaserkabel in die Eifel verlegt. In diesem Sinne, genießen Sie den Klimawandel. Vielen Dank. Philipp Simon. Ach so, abonnieren Sie diesen Kanal, dann wird's lustig. Ihr Puffpaff.